Martin Winterkorn lässt sich als genialen Ingenieur feiern. Währenddessen tickt die Bombe im Konzern weiter. Aber sie explodiert noch nicht. Deutsche Prüfer können oder wollen der Softwaremanipulation nicht auf die Spur kommen. Sie testen nur im Labor. Es wird natürlich nach den gesetzlichen Vorgaben untersucht. Und auf der Rolle zeichnen sich diese Fahrzeuge dadurch aus, dass sie die Grenzwerte einhalten. Die Amerikaner haben ja offenbar dann anders getestet. Offensichtlich hat es in Amerika andere Versuche der Tests gegeben, ja. Die Amerikaner schauen genauer hin als die Deutschen. Etwa an der Universität West Virginia. Die Tester sind nicht so blauäugig wie ihre Kollegen in Germany. Sie testen Autos auch auf der Straße. Und vergleichen die Ergebnisse dann mit den Werten, die unter Laborbedingungen entstehen. Das hatte in Deutschland niemand gewagt. Die Autolobby ist offenbar zu mächtig. So bleibt ein Verdacht. Es wäre eine nicht leicht zu erklärende Situation, wenn, nachdem eine Manipulation aufgedeckt worden ist, man in einer intensiven Zusammenarbeit sich befindet, um das Problem aufzuarbeiten, dann eine weitere Manipulation auftritt, von der man nicht informiert worden ist. Wir gehen momentan davon aus, dass sich dies schnell aufklären wird, aber das trifft bei, glaube ich, jedem Fall von Schäden zu, wenn Folgeschäden auftreten, über die nicht offen gesprochen wird, dann wiegen die doppelt schwer. Von diesem ach so freundlichen Verkehrsminister hat VW nicht viel zu befürchten. Deutsche Behörden haben in der Vergangenheit nichts zur Aufklärung beigetragen. Mehr Gegenwind bekommt VW in den USA. Politik und VW sind hier nicht so eng verzahnt. VW gilt hier jetzt als Konzern mit tollen Autos und viel krimineller Energie. VW versucht den USA weiszumachen, dass das ein paar einfache Ingenieure waren. Das ist Unsinn. Entweder ihr ganzer Konzern ist inkompetent, und das glaube ich keine Sekunde, oder aber es gibt Komplizen, und zwar ganz oben. Es klingt, als hätte alles korrigiert werden können. Warum hat Volkswagen das anfangs nicht gleich getan? Das ist eine gute Frage. Was werden Sie im Knast lesen? Können Sie nachts noch schlafen? Was sind Sie bei VW nur für Menschen? So wie Sie wissentlich den Planeten verpesten? Ich versuche, so gut wie möglich damit klarzukommen. Und ich schlafe nachts nicht.